Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 4 Let's Play. So, wir befinden uns immer noch auf dem Flohmarkt. Genau, jetzt wusste ich gerade nicht mehr, wo wir hingegangen sind. Würde jetzt aber vorschlagen, dass wir das Weite suchen und was genau machen. Genau, ich wollte mit Brianna, wollte ich shoppen gehen. Mal gucken, ob ich vielleicht das ein oder andere Outfit noch finde. Handel. Ja. Da werden wir einfach mal Diego mit hinzerren und mal gucken. Ich muss gerade mal gucken. Ich muss mich sowieso mal hier informieren, wo ich wie, was, wann machen muss oder so. Haben heute beide frei? Welcher Wochentag ist denn heute überhaupt? Ah, Sonntag. Okay, und das haben normalerweise beide frei, gell? So, warte mal. Die haben da gar nicht großartig was anderes. Kacke. Ja, sie hat heute frei und Sonntag hat er auch nichts zu tun. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, er ist ausgesprochen müde schon hier hinreisen. Lass uns mal da hinreisen, bitte. Ich habe mich nämlich vertan. So, haben wir hier schon wieder irgendwelche neuen Outfits, gell? Guck mal hier, du könntest mal... Was könntest du denn mal... Probier das mal an. Anprobieren, bevor du schlafen gehst. Und du kannst das hier nochmal anprobieren. Und dann müssen wir mal hochgucken. Dann gibt es ja auch noch eins, aber das ist auch langärmlich. Ich hätte gern was Kurzärmliches noch. So, wie schauen wir aus? Ein bisschen seltsam irgendwie. Wie schaut er aus? Ist schon vorbei. Okay, probier's nochmal an, bitte. Nee, das passt nicht zu dir. Was ist mit dem? Probier das mal bitte an. Und du kannst das ja nochmal anprobieren. Mal gucken. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, gefällt mir beides nicht so. Weder das von ihm noch von ihr. Okay, dann können wir das Ganze eigentlich lassen. Bruno Salas. Aha, ihm gefällt das oder was? Na gut, okay, so freuen tun sie sich nicht eigentlich alle, oder? Hier überzeugen. Säubern. Fröhlich vorstellen. Wenn du schon mit ihm anfängst zu quatschen, kannst du dich ja vorstellen auch. So, was machst denn du jetzt? Nee, du machst jetzt kein Nickerchen, Madame. Ich meine, immerhin, hier, dein Freund ist viel müder als du und du willst ein Nickerchen machen? Nee, 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 nee. Okay, also shoppen ist nicht, hier sind wir zu Hause. Shoppen ist nicht. Wir gehen einfach dann wieder nach Hause und gucken mal, dass wir irgendwie noch ins Bett kommen oder daheim dann noch irgendwas machen können, irgendwas vorbereiten können und. Und ja, mal gucken. Schließlich haben wir ja noch Zeit, dass wir sämtliche Sachen für Montag herrichten. So, du bist total müde. Hast du noch irgendwelche Hausaufgaben zu machen? Ich weiß es nicht. Nein, hast du nicht. Okay. Dann kannst du... kicken. Mach ein Nickerchen. Du gehst vorher duschen. Und machst dann auch ein kleines Nickerchen zuerst. Das ist gemacht. Und du kannst dann gleich nochmal Wäsche machen, glaube ich. Das ist ja auch gemacht, gesagt, getan. Genau, was er jetzt dann noch machen muss, ist schreiben lernen. Erforschen und debattieren haben wir auf Stufe 8 bereits. Und schreiben haben wir auf Stufe 7. Okay, das ist aber eh nicht so schlecht. Das heißt, wenn du dann wach bist, kannst du hier bei deinem Ding, hier schreiben, Genrebuch,
Wieso ist mein Genrebuch weg? Ach so, nein, das war ja Liebesmail schreiben. Okay. Universität. Universität, arbeiten. Evolution des Sprachstils. Das wirst du jetzt ein bisschen lernen. Und du wirst jetzt eben mal fix dich um die Bienen kümmern. Die sind irritiert. Nee, Bienen verbünden, das brauchen wir nicht. Wäsche machen, Taschen durchsuchen, das machst du mal bitte. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Ich möchte nämlich eigentlich so langsam mal die Latzhose hier wegbekommen, aber ich glaube, da können wir sie generell einfach nur umstylen. Und, also, warte mal, in Waschwanne waschen. Öffnen. Wir brauchen irgendwelche Blumen. Hier hinzufügen: Blume. Dann waschen in Waschwanne. Ich glaube, da kann ich sie echt nur umstylen, was das betrifft. So, er hört eh gleichzeitig Musik ein bisschen. Ja, genau, dann geht eh der Spaß auch hoch. Bei dir geht momentan der Spaß runter, aber das ist egal. Du schrubbst jetzt erstmal wieder. Trockene Kleidung, weil trockene Wäsche anhat. Oh, toll. Ich habe gehört, dass in den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Sollen wir mal vorbeischauen? Eigentlich könnten wir das machen, ja? Aber ich möchte eigentlich zuerst die Wäsche machen. Das ist so nervig. Bei ihm möchte ich gerne noch haben, dass er Stufe 8 erreicht. Dum, 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 dum. Brrrrup. Rubbel dich einen ab hier. Level 8, der Diego kann jetzt Science Fiction schreiben. Oh, wow, nice. Wir haben am Montag, was haben wir denn am Montag überhaupt? Zeichensetzung für Fortgeschrittene. Dann lernen mal bitte hierfür. Zeichensetzung für Fortgeschrittene. Du machst das hier noch fertig. Wischen, Wäscheleine aufhängen. Mach mal hier fertig. Kann ja nicht sein, dass du immer wegrennst. Und dann guck mal, was sich so in deinem Kleiderschrank noch verbirgt. Weil dann werden wir dich mal ein bisschen hier Outfit ändern. Nee, warte mal. Outfit planen. Outfit aus anprobieren. Ja, das sind wahrscheinlich die unterschiedlichen, die man haben könnte, gell? So, was ist mit der Wäsche? Die ist sauber und klatschnass. Die ist nicht mal makellos geworden. Eieieiei. Das ist blöd. So, Madame, haben wir hier irgendwelche Tattoos? Nein. Ah, okay. So, probier den Style an. Wir brauchen. Oh. Okay, was ist mit dem hier? Ne, wir brauchen irgendeinen anderen sommerlichen Style. Was ist mit dem? Der ist doch irgendwie cool, oder? Den haben wir dann noch in verschiedene Farben. Der ist irgendwie cool. Der ist zum Beispiel cool. Style 12. Okay. Und was ist mit dem hier? Der würde zum Beispiel auch gehen. Aber ein rosa-rot würde mir nicht gefallen. Aber ein gelb wäre der cool.
So richtig schön. Schaut her, hier bin ich. Ich glaube, ich lasse den in Gelb gleich. Dann haben wir nämlich so ein tolles Outfit, was für den Sommer ist. Und das ist viel angenehmer. Ich frage mich gerade, welche Musik das ist, aber ich glaube, das ist eine Musik aus dem Zauberteil. So, ein tolles Outfit. Schau, jetzt kannst du hier Foxberry Jubel. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Okay, ja, dann geht halt lieber mal schlafen. Geht alle beide schlafen. Wenn ihr nichts anderes zu tun habt, geht einfach schlafen. So, es ist 1 Uhr morgens. Zwei, drei. Vier, man muss da arbeiten. Um 9. Okay, um 4 Uhr morgens stehst du von selbst auf, weil die Blase voll ist. Müsste er aber normalerweise auch aufstehen, gell? Wann hast du deine erste Präsentation halt? Um 8 Uhr, um 11 Uhr. Das heißt aber auch, du kannst vorher noch das hier aufräumen, duschen, verwenden. Also nein, duschen brauchst du gar nicht. Haben wir was zum Essen? Ne, wir haben gar nichts zum Essen. Eieieiei. Das heißt, du könntest aber ein Gourmet-Menü herrichten. Backen. Festmahl kochen. Mehr Auswahl. Aromatisieren. Okay, kochen. Koch mal bitte irgendwas Gutes. Fischtopf. Boah. Asia-Hühnchenpfanne und Tofu-Pfanne. Dann machen wir mal die Tofu-Pfanne. Du könntest dich eigentlich jetzt gleich hier drin erleichtern, gell? Nur mal so nebenbei. Aber ja, er macht's nicht. So, deaktivieren hier. Einschalten. 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 Dann wird erstmal alles hier bewässert. Genau. Du machst das jetzt erstmal. Du kochst hier fröhlich vor dich hin. Oh je. Wir kriegen bald Kochen, Stufe 10. Das glaubt man ja gar nicht. So, was ist hier? Hungrig. Koch im Rampenlicht. Lass einen Sim den Höchstlevel in der Kochfähigkeit erreichen. Cool. Thunfischauflauf. Oh. Thunfisch ist nicht unbedingt so mein Lieblingsding, aber mal gucken. Nee, 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 nee. Junge, was soll das? Wegräumen. Weglegen. Hier schaut, deine Frau kocht hier, also deine Freundin kocht hier voll gut. Du tust es schön brav abwarten. So, ein Gericht nehmen, ein Gericht nehmen. Hoppala. Ein Gericht nehmen. Wie ist das Essen? Ausgezeichnet. Ja, du bist eh so ein Feinschmecker, gell? Ach, wenn das bloß bei mir so wäre, wenn ich so gut kochen könnte. Haha. Ja. Bei mir wird meistens die ganze Zeit rumgejammert. Zu wenig Salz, zu wenig Pfeffer, zu wenig Gewürze. Ja. Ich treffe den Geschmack von meinem einfach nicht. Oh, jetzt. Oh, okay. Doppelt gemoppelt hält besser, gell? Ha, ha, ha. Sauber und feucht. Okay, das ist immer noch nicht fertig. Macht aber so gesehen nichts. Du möchtest hier Abschluss machen. Wissen in einer Forschungsarchivmaschine bereitstellen. Okay, das brauchen wir auf alle Fälle. Oh.
Mit jemandem flirten. Wie wäre es, wenn du hier mit ihr flirtest? Was hältst du davon, Diego? Simso. Okay. Er ist ziemlich flott drauf, da flotti flotti. Und der Dümdüm. Okay. Ich möchte aber gerne Präsentation halten, das geht erst ab 8 Uhr. Was könnte ich denn in der Zwischenzeit mit dir machen? Debattieren, schreiben, üben. Weißt du was? Stipendien. Universität, Arbeit, Zeichensetzung für Fortgeschrittene. Lern das einfach mal ein bisschen. Wie wär's? Achso. Ja, ich weiß, dass sie jetzt gerade dabei gesessen ist. es kann immer nur einer dran arbeiten, das ist mir schon klar. So, ich meine, jetzt hast du eh nur noch eine halbe Stunde. Lernst du halt eine halbe Stunde. Und dann... Achso, in 2 Tagen. Und dann kannst du dich aufmachen und diese dämliche Präsentation machen. So, du bist sehr konzentriert. Du musst ab wann arbeiten? Ab 9 Uhr. Honig sammeln. Haben wir denn schon wieder genügend Honig zum Sammeln? Tatsächlich. Teilweise gefüllt. Na gut, okay, teilweise. Mega-Verkauf. Mach das mal. Mega-Verkauf. Und dann Gartenpflege. So, du lässt das mal. Was hast du denn hier? Eingepfercht. Brianna muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Eingepfercht. Ja, eingepfercht ist halt kacke, gell? Aber du bist bald nicht mehr eingepfercht. Wir könnten dann wieder mal schwimmen. Immerhin haben wir ja das Wasser direkt vor uns. So, das sollte sich jetzt nochmal ausgehen, dass du deine Präsentation hältst. Und dann gleich anschließend 1, 2, 3 am Mittwoch. Am Mittwoch hast du 2 Prüfungen. Und morgen hast du im Prinzip auch schon eine. Ja, für morgen. Oh. Ernsthaft jetzt? Wo musst du hinlaufen, dass du da zu der Präsentation kommst? Dahin. Ist klar. So, was haben wir denn hier alles? Was hast denn du da für einen Fummel an? Was für einen Fummel hast du da an? Was ist das? Das ist das aktuelle Outfit. Ja, und welches ist das? Ah, das für heißes Wetter. Oh, okay. Ja, das darfst du natürlich anbehalten. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das überhaupt so gemacht habe. Ups. Na gut, also wir haben... Nee, wir schicken dich nochmal alleine los. Wir haben so gesehen eigentlich das Wochenende voll gut verbracht. Wir sind... ja, wir waren auf dem Flohmarkt, haben da allerdings leider nichts gefunden. Dann haben wir daheim noch ein bisschen... Nee, dann waren wir kurz shoppen. Da haben wir aber leider auch nichts gefunden. Und also, weißt du, da willst du mal Geld ausgeben und dann findest du nichts. Und ja... Und dann war schon zum Schlafen gehen. In 2 Stunden. So, du kommst jetzt erstmal von der Ding vorbei. Präsentation halten. Sehr schön. Dann kannst du mal hier jonglieren üben. Skulptur mit Monsterstampfer zerstören. Wiederherstellen. Aha, was denn jetzt? So, jetzt bist du ein bisschen draußen, machst ein bisschen Sport.
Me Masmailani. So, du machst jetzt ein bisschen Sport, weil dann hast du das hier nämlich auch gleich erledigt. Sims mögen es heiß. 89 Simoleons. Oh, genau, das haben wir ja veröffentlicht. Ah, das war ja schon fertig. Habe ich vergessen. Oh. Na gut, ich werde hier jetzt aber erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich kurz: Ciao, ciao.